Die Schulen und Kitas geschlossen, 7000 Menschen in Quarantäne und mehr als 700 infiziert mit dem Coronavirus. Das ist die aktuelle Lage im Kreis Gütersloh. Nach dem Corona-Ausbruch im größten Schlachthof Deutschlands, dem Stammwerk der Fleischfirma Tönjes. Und schon jetzt steht fest, die Zahlen werden steigen. Denn mehr als 5000 Mitarbeiter werden noch getestet in den kommenden Tagen. Die Behörden haben jetzt die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Heute Vormittag rückt die Bundeswehr bei Tönjes an. 25 Soldaten unterstützen hier bei Gütersloh bei den Corona-Tests der Belegschaft. Der Kreis hatte um Hilfe gebeten. Wir sind angefordert für unseren Dienst bis Dienstag. Da geht man davon aus, dass die Aufgabe dann erfüllt ist. Wie viel täglich getestet werden können, kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt Fachleute, die sagen mir 1000 bis 1200 pro Tag. Seit Mittwoch gilt Deutschlands größter Schlachtbetrieb Tönjes als Corona-Hotspot. Der Schlachtbetrieb wurde gestoppt, die Produktion heruntergefahren. Umstritten ist dieses Video, das im Netz kursiert. Wir wissen, dass das Video frühestens am 28. März diesen Jahres aufgenommen wurde. Dort haben wir darüber Erkenntnis gehalten. Wir kennen natürlich die Situation in unserer Kantine. Und wir wissen auch, dass dort zu dem Zeitpunkt nicht alle Abstandsregeln eingehalten wurden. Jetzt gilt es natürlich, diesen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Daran sitzen wir mit Hochdruck. Und der Minister hat gesagt, dass das Gesetz so schnell wie möglich kommt. Das Gesetz soll zum Sommer vorgelegt werden.